Die Strecke, die wir da sehen, das ist die Motorsportarena Oschersleben. Und das Auto, das da fährt, ist ein Auto der Euronesca-Serie. Und das Auto steht jetzt hier bei uns, ein Originalauto aus der Euronesca-Serie World in Motion, heute am Start hier in Oschersleben mit einem der wahrscheinlich aufregendsten und außergewöhnlichsten Fahrzeugen, die wir seit langer, langer Zeit gefahren sind. Und das hier ist der Tobi. Und der Tobi ist der einzige deutsche Fahrer in der Euronesca-Serie. Insgesamt sind da 28 Fahrer am Start. Tobi, was ist denn so der besondere Kick, mit so einem Euronesca hier unterwegs zu sein? Ja, es macht einfach einen riesen Spaß. Wir haben hier rund 400 PS in dem Auto. V8-Motor, noch Oldschool-Technik verbaut, Viergang-Haarschaltung und einfach purer Fahrspaß. Der Tobi ist ein richtig schneller. Ich glaube, du hast in den letzten Jahren 5 oder 10 Rennen gewonnen in der Euronesca-Serie, standst 10, 20, 30 Mal auf Pole Position. Wie unterscheidet sich denn so ein Euronesca vom Original-Nesca-Auto aus Amerika? Das ist ja mit einer der ältesten und einer der erfolgreichsten Rennserien, was die Zuschauer angeht, überhaupt. Im Grunde genommen von außen auf den ersten Blick sieht das alles sehr ähnlich aus, wie auch in Amerika gefahren wird. Der große Unterschied eigentlich, wir haben ein bisschen weniger Leistung, wie in den Staaten gefahren wird, mit rund 400 PS, was wir hier nur verbaut haben. Ansonsten Gitterrohrrahmen, ähnliche Technik wie in Amerika auch, das heißt, so große Unterschiede gibt es da gar nicht. Also wir haben hier ein Einheitschassis, was nochmal die Chancengleichheit erhöht. Dazu haben wir einen Einheitsmotor, den schauen wir uns am besten gleich mal an. Und wenn alles gut geht und der Tobi heute bei seinen Testfahrten hier das Auto heile lässt, dann können wir am Ende des Tages vielleicht auch nochmal eine Runde drehen. Lass uns hier mal einen Blick reinwerfen. Ich glaube, es sind die gleichen Clipverschlüsse. Ich will jetzt nicht gleich am Anfang was kaputt machen. So, hier sehen wir den V8. Was ist das genau für ein Motor? Ja, ist ein 5,7 Liter Motor, V8. Small Block. Small Block, genau, mit rund 400 PS. Und den hat jedes Auto, hat praktisch den gleichen Motor drin. Genau, für jeden dann die gleichen Chancen. Was ist das Große da, was aussieht, weiß auch nicht, wie so ein Luftfilter? Ja, das ist eigentlich die Abdeckung oben dann von den Ventilen und allem und hier dann auch die Luftzuführung, Ansaugung hier, wo wir hier sehen. Und ja, alles verbaut in dem Gitterrohrrahmen. Tobi, das sieht mir alles sehr ursprünglich aus. Wie sieht es denn aus mit Fahrhilfen hier? Fahrhilfen haben wir in dem Auto gar nicht verbaut. Das heißt, kein ABS, ESP oder sonstiges, pures Fahrgefühl. Ich habe in der Vorbereitung nämlich gelesen, ich kann es gar nicht glauben, da stand Elektronik-Doppelpunkt, keine. Also richtig, wirklich null Elektronik da drin. Null Elektronik darin. Nur eine Zündung zum Anlassen des Motors und der Rest ist dann alles dem Fahrer überlassen. Und das im Jahr 2023, sensationell. Und wenn ich mir hier den Innenraum so anschaue, sieht er wirklich auch noch sehr rudimentär, sehr ursprünglich aus. Was haben wir denn da alles für Knöpfe und Anzeigen? Genau, das ist alles noch sehr oldschool gehalten, sage ich mal. Wir haben hier verschiedenste Anzeigen. Einmal erkennt man hier den Öldruck, Wassertemperatur und Öltemperatur. Natürlich auch den Stand des aktuellen Spritlevels, was man im Tank hat. Drehzahlanzeige, wahrscheinlich das wichtigste Instrument für uns Fahrer, wann wir den Gang einlegen müssen. Wann schaltet ihr denn? Wir schalten so kurz vor 6000 Umdrehungen. Wie sieht es aus mit der Schaltung? Genau, wir haben hier noch eine Oldschool-Viergang-Haarschaltung. Also keine Pedals, wie man es heute überall macht? Genau, keine Super. Pedals. Super. Und Kupplung haben wir auch noch dazu, oder? Kupplung haben wir auch noch dazu, wobei im Rennbetrieb die Kupplung bei uns nur fürs Anfahren verwendet wird. Beim ganz normalen Fahren auf der Strecke benötigen wir keine Kupplung mehr und ziehen die Gänge so rein. Werden einfach durchgerissen, oder? Genau, richtig. Super, genau so muss es sein, ja. Also sensationell. Wie ist das Gefühl, da drin zu sitzen? Ja, einfach purer Fahrspaß, keine Fahrhilfen und es kommt noch viel auf den Fahrer drauf an, auf das Popometer, wie man so schön sagt und pures Fahrerlebnis. Wie schnell fährt denn das Auto, so Höchstgeschwindigkeit? Es kommt immer je auf die Strecke drauf an, wir haben so im Schnitt um die 250 bis 260 Stundenkilometer. Und ich meine, der hat jetzt nicht gerade viel Spoiler oder Flügel drauf, wie liegt der bei 250, 260? Er liegt trotzdem sehr gut auf der Straße. Natürlich haben wir nicht die Aerodynamik wie jetzt im Formelauto oder im GT-Auto, aber wir haben auch Slick-Bereifung, können das Fahrwerk nach freiem Belieben einstellen. Deswegen hast du trotzdem eine gute Bodenhaftung. Okay, die werde ich nachher brauchen, glaube ich. Ja. Und hiermit, glaube ich, wollt ihr mich auch noch unter Druck setzen, ja, meinen Namen drauf zu schreiben, damit gleich jeder weiß, wenn es gekracht hat, wer der böse Bube war. Bevor Tobias auf die Strecke geht, muss noch sein Auto einsatzbereit gemacht werden. In der Box wird noch ganz oldschool gearbeitet. Modernes Hightech ist hier nämlich genauso verboten wie jegliche elektronischen Hilfsmittel im Euronesca.
Chefmechaniker Frank muss die Räder mit einem ganz normalen Wagenheber wechseln. Selbst den Motor stellt er nach Gehör ein. Noch einmal den Reifendruck an allen vier Rädern checken, dann kann es losgehen. Tobias, für dich steht jetzt sozusagen der erste Run an. Auf was wirst du jetzt alles achten? Wie geht man an sowas ran? Ja, das erste Mal mit dem Auto hier auf der Rennstrecke im Motorpark Oschersleben. Erstmal für die ersten Runden langsam angehen, einen Funktionscheck vom Auto. Wir fahren neue Bremsscheiben vorne, die geht es erstmal darum einzufahren, keine Fehler zu machen, das Auto heile zu lassen. Und dann geht es dann für die nächsten Runden weiter ans Setup, um da weiter dran zu arbeiten. Wie tastest du dich daran? Fängst du mit 50% an, 80%? Wie gehst du davor? Ja, erstmal mit 80% würde ich mal sagen, nicht zu spät zu bremsen, sich mit dem Auto an die Strecke zu gewöhnen. Das Auto ist mir ja zum Glück bekannt, also gerade für Neulinge ist wahrscheinlich die Haarschaltung, die Gänge reinzuhauen ohne Kupplung ein riesen Umstieg, aber da gewöhnt man sich auch schnell dran. Und ja, die Strecke bin ich ein bisschen im Simulator vorher gefahren, deswegen ganz neu ist sie nicht für mich, aber mit einem echten Rennauto dann doch was Neues. Okay, Tobias, wir werden dich genau dabei beobachten und bitte lass das Auto heile, weil wenn alles klappt, dann darf ich am Ende des Tages vielleicht auch noch eine Runde drehen. Die Autos der Euro Nesca oder der Nesca Wheelen Euro Series, wie die Rennserie offiziell heißt, haben alle ein Einheitschassis und einen Einheitsmotor, einen amerikanischen V8 mit 5,7 Liter Hubraum und über 400 PS. In 3,9 ist so ein Nesca auf 100, Topspeed liegt bei bis zu 260. Bei der Karosserie kann man wählen, ob es ein Camaro, ein Mustang oder ein Toyota Camry sein soll. Es gibt 6 Rennwochenenden im Jahr und an jedem Wochenende werden 4 Rennen gefahren, jeweils 2 für die Pros und jeweils 2 für die Amps, Gentleman Driver oder Rookies. Das Rennen in Deutschland findet hier in der Motorsport Arena in Oschersleben statt. Tobias, du bist jetzt gerade draußen gewesen, hast das schöne Auto warm gefahren. Wie fühlt er sich an? Auf was muss man achten? Ja, fühlt sich super an. Ist auch cool auf der Rennstrecke hier mit dem Nesca unterwegs zu sein. Ja, wir haben keine Fahrhilfen hier in dem Auto. Gut 400 PS, V8 Motor, also purer Sound. Noch eine klassische alte Viergang Haarschaltung. Das heißt, beim Fahren brauchen wir aber keine Kupplung, können die Gänge so reindrücken. Und ja, macht einfach riesig Spaß. Geht der hinten schnell weg oder? Ja, beim Rausbeschleunigen auf der Kurve muss man schon aufpassen, dass er nicht hinten weggeht. Aber an sich lässt er sich eigentlich sehr gut fahren. Wir haben ja Slick-Bereifung, das heißt auch einen guten Grip in den Kurven. Und macht einen Riesenspaß. Gibt es noch einen Tipp beim Einsteigen? Weil bei dem Nesca ist es ja so, die Türen sind zugeschweißt. Das heißt, man kann nicht locker einsteigen, schon gar nicht auf Knopfdruck. Man muss durchs Fenster steigen. Genau, ja, jeder macht es ein bisschen anders. Ich mache eigentlich die Füße zuerst und rutsche dann mit dem Oberkörper nach. So ist es für mich am einfachsten. Okay, ich versuche es. Ich denke, der Oberkörper kommt automatisch nach, ja. Nicht lachen, ja, und bitte keine Rundenzeiten jetzt nehmen. Ja, ich versuche es einfach mal, ja. Ich hoffe, dass ich deine Kiste, dein Heiligtum heil wieder zurückbringe, ja. Viel Spaß. Bin wahnsinnig aufgeregt, ja. Also, ja, ich kenne das Auto nicht, kenne die Strecke nicht, aber es sieht schon mal mega geil aus, ja. Sah das schon mal halbwegs sportlich aus, ja, oder? Spürst hier schon diese Kraft, diese Bullenkraft. Das ist hier echt wie bei den Blues Brothers. Hier auf den ersten Meter, das Auto fühlt sich an wie bei den Blues Brothers. Bullenmotor, Bullenkupplung, Bullengetriebe. Also, das ist echt Amerika auf vier Rädern, was du hier fährst. Und dann musst du ihn hier rumwuchten. Du musst echt zupacken hier in den Kurven. Dieses Biest hat keine Servolenkung, überhaupt nichts mit Servo. Wir wissen ja, null Elektronik. Alles echt, alles unverfälscht. Hier durch die Schikane links, rechts und hier vorne nochmal rechts, links. Da musst du wirklich zupacken. Wenn du nicht zupackst, dann fährt er wahrscheinlich einfach geradeaus. Und das ist aber auch das Geile an diesem Auto, dass du wirklich zupacken musst. Du brauchst viel Kraft, aber dafür ist das Auto auch sehr gutmütig. Das ist jetzt kein so ein hyper übersensibles Rennauto. Nein, der ist eben ganz ursprünglich so, wie mein Auto war, wie mein Rennauto war, wie es meiner Meinung nach auch sein sollte. Und es ist so wie so ein Rodeo-Ritt. Du hast hier wirklich so einen widerspenstigen Hengst, den du bändigen musst, den du zähmen musst. Ist alles möglich. Aber wenn ich mir dann vorstelle, du fährst hier im Tiefflug mit 27 anderen Nescas
kämpfst um jedes Zehntel, jedes Hundertstel. Da darfst du den anderen nicht zu sehr berühren, nicht zu sehr rausschieben, musst da einen Platz finden. Also Respekt vor Tobi und allen anderen, die mit der Kiste richtig, richtig schnell fahren. Aber was für ein Spaß, was für ein Spaß, mit diesem Auto zu fahren. Also was Vergleichbares habe ich schon lange nicht mehr gefahren. Sensationell, also es war echt ein richtiger Ritt. Mir kam das so ein bisschen vor wie so Rodeo-Ritt, ja, so ein bisschen bockig ist er, ein bisschen schwer rumzuwuchten um die Kurven. Wie ist das für dich im Vergleich zu so einem Nesca? Du bist ja auch GTs und Tourenwagen gefahren. Ja, für mich macht es einfach mega Spaß. Wie schon gesagt, keine Fahrhilfen im Auto. Das heißt, du hast noch viel mit dem Popometer, wo man selbst als Fahrer machen muss. Und du als Fahrer kannst doch den Unterschied machen. Und das gefällt mir besonders gut. Und ja, es ist einfach pure Fahrfreude. Ja. Nachher wirst du dann ein bisschen trainieren. Du hast den nächsten Rennen hier auf diesem verwinkelten Kurs. Das ist die Frage, wo ich noch mal. Wenn du siehst da drin wirklich wenig, so flach steht die Scheibe, so weit nach vorne der Überrollkäfig, also links einzulenken, war für mich echt immer schwierig. Wie machst du das, wenn da 27 andere Nescas am Start sind und man muss ja nicht nur seine Spur finden, sondern auch seinen Platz finden? Ja, da entwickelt man mit der Zeit ein bisschen Gefühl dafür. Gerade auch, wenn wir in der Zweierformation hier ankommen, wir fahren in einem Zweierstart, dann hat man schon mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, wie nah man an den Vordermann ranfahren kann. Und kleine Berührungen sind immer erlaubt im Nesca-Sport, solange es nicht unfair wird. Und dann kriegt man dann schon ein Gefühl mit der Zeit. Ja. Ich sage dir vielen lieben Dank und viel Glück für dein nächstes Rennen hier in Oschersleben. Ne? Ja, genau. Sehr gerne. Dankeschön. Hau rein, danke dir. Ja.